Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together. Raft mit der lieben Sirakumori und Dragomir. Hallo. Hallo. Wir hatten ja schon erwähnt, dass es vielleicht mal dazu kommt, dass wir halt einfach mal so ein bisschen was spielen. Und ja, wir haben gerade Bock. Und deswegen spielen wir ein bisschen, werden ein paar Inselchen erkunden, ein bisschen rumbauen. Und mal genau gucken, was wir noch so entdecken zwischendurch. Mir gefällt halt das Floß einfach nicht, von daher werde ich ein bisschen dran rumarbeiten. Genau. No. Aber erstmal hauen wir hier ab, weil hier ist der Wellengang echt ganz schön doll. Ja, und ich muss dazu sagen, es kann passieren, dass ich ab und zu mal mich muten muss, weil ich huste oder sonst irgendein Geräusch von mir gebe. Der bei mir ja, auch. Zwei von den drei Anwesenden sind nämlich krank. Genau. Falls ich mich nicht muten sollte, sorry. Alles gut. Oh, Halvi hat wieder ein Ei gelegt. Ja, man hört nicht wieder schreien. Solange du nicht klingst wie so ein Elefant beim Tröten, wenn du die Nase putzt. Hallo. Hui. Okay, dann lichten wir mal den Anker, würde ich sagen, oder? Yes. Wir müssen uns auch in die richtige Richtung drehen, ne? Sonst dotzen wir die ganze Zeit. Hatten wir nicht auch ein Steuerrad? Ja, oben, wo der PC da ist. Ich drehe mal. So. Dragomir läuft wieder auf der Stelle. Ah! Das Floß eskaliert wieder. Okay. Ja. Ja, das war gerade diese Schlauchbootzunge hier, weißt du? Die hing gerade hier über der Treppe. Oh. Und Du stehst da drauf. Du lässt dich von dem Ding mitziehen, weil du drauf stehst. Das hat mich weggeschoben. Ich stand daneben. Bei mir standst du drauf. Boah, ist das eklig. Das ist und bleibt einfach eklig, wenn man auf dem Floß steht und sich das gerade dreht. Ich konzentriere mich gerade nur auf die Grills, so kriege ich das gar nicht mit. La 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 la. Weil es ist halt widerlich, weil man bewegt sich selber halt tatsächlich nicht, aber das Floß bewegt sich. Und da wird mir mit der Zeit echt, echt anders. Ich find's trotzdem geil. Nee, ich finde das alles andere als geil. Hallo, Wand. Servus. So, und jetzt in die andere Richtung, bitte. Ah. Also einfach mal hier weg. Können wir bitte mal kurz die Motoren anschalten? Weil sonst hängen wir nämlich gleich. Ich mach ja schon. Ich kann mich nicht zerrupfen. Sonst hängen wir nämlich gleich wieder in der nächsten Zunge. Danke. Ja. Juhu, mit Vollspeed. Oh, Glugger, Glugger, Glugger. Ich bin gerade abgesoffen. Irgendjemand dreht schon wieder. Ich? Ich drehe ein bisschen weg. Ja, weil wir sind weg. Deswegen müssen wir rumdrehen, müssen wieder hin. Nein, nee, ein bisschen weg. Wenn du jetzt den Motor wieder ausmachst zum Beispiel, dass wir sozusagen nicht mehr wieder dran treiben. Tschüss, Stadt. Tschüss. War nett. Dafür rauf trinke ich einen. Und noch einen. So. Ich glaube, jetzt kannst du die Dinger wieder ausmachen. Hm. Jetzt lassen wir uns einfach treiben. Genau. Und ich kann derweil die Motoren umbauen. Genau. Exakt. So. Und ich angel in der Zeit. Und guckst uns zu bei dem, was wir tun. Ja. Da ich den beiden Mädels jetzt helfen kann, wirklich angle ich halt einfach. Ja, das siehst du mal, ne? Ach ja, hier. Ich musste gerade überlegen, wie ich die nochmal abbaue. Ich bin so nutzlos. Nutzlos. Ja, nutzlos. Los, nutz. Typ. Oh, es hängt wieder? Ja, los, nutz, tu was. Was? Ich habe gerade nichts aufgehoben. Ich auch nicht. Ich glaube, da zickt aktuell so ein bisschen das Internet bei unserem Horst. Warum? Weil immer wieder das Spiel stehen bleibt, du stehen bleibst, du da nicht mehr zu hören bist und gefühlt 10 Sekunden später dann auf einmal das Floß kurzzeitig komplett eskaliert, als würde das durch die Gegend fliegen.
Okay. Mhm. Bei mir ist alles Tutti. Sehr okay. Strange. Ich brauche einen Hammer und Material, sonst kann ich ja schlecht bauen. Einen Hammer brauchst du, ja, das stimmt. Plumsch. So, was war das? Plastik und Holz. Die beiden sind jetzt voll am Bauen. Die sind jetzt voll im Baumodus. Du brauchst Plastik und Holz nicht. Lass es bitte drin. Denk dran, wir haben die Mods. Ach ja, stimmt. Bitte lass es sein, weil sonst kann ich nicht mehr bauen. Stimmt, ich erinnere mich. Da ist auf einmal oben das Ding weg. Und ich gucke hier gerade, wollte mich so orientieren, wo ich die hinbauen möchte. Und auf einmal ist hier leer. Ja, aber da hinten genau auf die Seite. Das ist ja hinten, oder? Nehme ich an. Es kann auch vorne sein. Es könnte auch vorne sein. Es ist mir egal. Es könnte auch rechts oder links sein. Stell dir mal vor. Nee, das ist blöd. Ja, in welche Richtung möchtest du denn dann fahren, wenn die Motoren an sind? In die da oder in die da? Du, da wir jetzt die letzte Zeit eigentlich immer in die Richtung gefahren sind, lass uns das doch hier hinten lassen, oder? Also, dass die so im Antrieb sind, dass sie Richtung zum Floß hin sich bewegen. Genau. Gut. So wie es finde ich jetzt gut. Trust me, I'm an engineer. Nee, ich bin kein Ingenieur. Wie viel habe ich? 4. Ich könnte sowieso nicht, also. Alles gut. 1, 2, 3. Die ist kaputt. Meine schöne Axt. Ach ja, ich brauche ja nicht mehr weglaufen. Ich kann das ja an Ort und Stelle. Entschuldigung. Craften. Was für die Geräusche, ey. Welche Geräusche? Ja, so ein ganz komisches. Ach, das sind die Viecher oben. Das sind die Gänse, die oben vorbeigeflogen sind. Okay. Wie kann ich das nochmal abbauen? Das hängt wieder. Oh Gott. Bäh. Ach, ich glaube, da brauche ich eine Axt für, ne, um das wieder abzubauen. Ja. Habe ich hier denn noch eine? Ja. Ich gönne mir die gerade mal. Eine rohe Makrele. Ich hab deine Makrele, du. Oh, ein Lachs. Plumsch. Genau. Hust. Oh, ich habe ja noch hier genug Platz. Ah, ich bin kurz verhungert. Uiuiui. Hoppala. Dann hast du auch genug Platz für Fressalien. Fressalien. Fressalien, genau. Hier regnet es auf einmal Holzsplitter. Ich gönne mir meine Kartoffel. Eine Gönntoffel. Du kannst dir auch 20 gönnen, wir haben ganz viele. Ich gönne mir auch wahrscheinlich auch 20 davon. Damit umsatt zu werden, brauchst du das nämlich auch. Ja, das sind Gönntoffeln, weißt du? Gönntoffeln, ja. Gönntoffeln. Wenn ich bedenke, ich esse eine so eine Kartoffel und ich platze aus allen Nähten, weißt du, und der frisst 20 davon, weil er so sich satt wird. Also die Logik vom Fressverhalten her. Ja, das ist... irgendwie strange. Grenzwertig, sage ich euch. Grenzwertig. Grenzwertig. Finde ich aber auch.
Frischer Fisch. Gefilter Fisch. Was auch immer das hier ist. Wie kann ich es denn platzieren? Hä? Halbjahr hat ein Ei gelegt. Das ging ins Wasser? Was, das Ei? Ich hätte Packack und dann ins Wasser platschen gehört. Jetzt habe ich wieder dieses Aero-Problem. Jetzt nicht mehr. Immer wenn du einen Motor setzt. Komisch. Ja, ich habe gerade kein Modo gesetzt. Nee, aber du hast sie jetzt ja eben gerade gesetzt. Ich sehe so schon sogar, wie die Punkte alles lärmen, diese Netze hier. Finde ich voll cool. Ich sehe, wie da so ein grüner Punkt über die Dinger hinwegfegt und alles aufsaugt. Das ist der grüne Staubsauger, weißt du? Ja, ja, so wie Emma, weißt du? Man nennt ihn Lockisch. Brauchst keinen Staubsauger mehr. Mhm. So, le Holz kommt dahin, le Plastik da, le Schrott ist schon da, le Stein ebenso. Oh Gott, ich finde Nägel. Nägel. Ich hatte eben für 2 Sekunden kein Material mehr. Ja, weil ich ja hier gerade die Truhe öffne. So, man könnte unter Umständen noch einen Motor machen und dann hätte ich da direkt komplett eine Reihe passend sogar voll. Dann mach einen. Meine Angel ist putt. Mein Spiel spinnt. Ach was, auch schon gemerkt. Ich kann mein Inventar nicht mehr schließen. Ja, ich habe das. Wir merken das die ganze Zeit schon, dass da irgendwas gerade nicht stimmt, weil das immer wieder festhängt. Kann mein Inventar nicht schließen. Okay. Kann nichts mehr machen. Yay. Hallo? Spahin? Hallo? Sag mal. Ich wollte eigentlich diese Kiste da aufnehmen, die da vorbeischwimmt hier. Warum hast du denn bitte Karl-Heinz einstecken? Weil ich wollte hier an die Kiste gehen und da hat der Kopf rausgeguckt und da habe ich das Viech aufgesammelt. Mach mal hier mal die Tür auf. Jetzt hat sich das mit mir erledigt, weil jetzt bin ich unter Wasser und ich komme nicht mehr aufs Los, weil ich mich nicht mehr bewegen kann. Okay. Okay. Ich bin gerade. Ja, der Hai frisst mich. Vielleicht ist es gut, wenn er mich tötet. Töte mich halt. Vielleicht geht's dann wieder, ja. Ja. Hi. Und dann am besten mal kurz speichern. Ja. Wäre eine Idee. Können wir dann kurz auch hier stehen bleiben? Ja, dann lass den Anker runter. Das wäre ein schönes Bild, würde ich mal sagen. Ich hätte dich ja töten, aber ich kann nicht. Hätte dich ja töten. Und da ist sie auch weg. Eine Health geht wieder hoch. Hi, kannst du mich mal schneller fressen, bitte? Ich schwimme tiefer, dann saufe ich eben. Ja, aua! Jetzt schwimmt er mir vorbei. Hallo? Du friss mich. Friss mich. Ich bin sehr lecker. Oh, es ist weg. Ha. Wo seid ihr? Leute! Wo seid ihr denn? Ist so dieses Wo bist Fette, du denn? Was? Jetzt geht's wieder. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Speicher mal. Jetzt komme ich nicht mehr raus aus dem Internet raus, aus dem Inventar raus. Aus dem Internet. Ich komme nicht mehr raus. Ich komme via Vollspeed, komme ich zurück. Hi. Komm hier nicht mehr raus. Ich komme nicht mehr raus. Ein Tipp. Geh nicht ins Wasser. Aber... Ich kann gerade nichts machen. Ich stehe jetzt hier da und habe das Inventar. Ja, das hatte ich gerade eben auch. Geil. Jo, am besten irgendwie alle 5 Minuten speichern, zur Sicherheit. Ja, nee.
Spring mal ins Wasser, vielleicht geht's dann wieder. Na, das habe ich doch auch getan. Ja, mit dem Unterschied, dass wir jetzt halt dastehen und nicht weiterfahren. Ja, gut. Was wollte ich jetzt? La 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 la. La 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 la. Wir trinken mal, ne? Was ist nun? Nix. Ich hab nur das. Ich hab nur Karl-Heinz nachgemacht. Achso. Ja, schön, meine Tasse. Es geht bei mir immer noch nicht. Ich Paul, du gerade gestorben bist? Ja, es geht nicht. Ich bin gerade. Bist du buggy? Ja, nee. Ich komme jetzt auch hier nicht mehr raus. Letztes Mal aber alles nicht. Sehr merkwürdig. Ja. Ja. So, ich brauche noch einen Metallbahn und eine Leiterplatte. Und einen Kupferbarren. Also Kupfer, einen Kupferbarren und einen Eisenbarren. Hm. Vermisse ich mir mal ganz kurz jetzt mal nichts. Sehr seltsam. Bei mir hat es auf einmal wieder funktioniert. Ich starte mal das Spiel neu. Mataten. Bums. Hoppala. Irgendwann ist unser ganzes Floß einfach weg. Ja. So wie das hier gerade klingt. So. Da bin ich mal gespannt. Ihr spannet. Mhm. Ich drück mir hier den Finger wund, um die ganzen Öfen hier mit Planken zu versorgen. Ach. Huiuiui. Alter, ich hab schon wieder Hunger. Willst du mich verarschen? Wie schnell hat der denn Hunger? Okay, aus irgendeinem Grund bin ich wieder ersoffen. Ja. Ein Glück, dass wir unser Inventar da nicht verlieren, ey. Ja, yep. Aber echt. Ja. Mein Telefon klingelt. Einen Moment, bitte. Telefon! Teflon! Wie kann ich was hinstellen? Mit irgendeiner Maustaste, glaube ich. Nö. Doch, mit der linken. Nö. Hä? Was willst du denn hinstellen? Ich kann gar nichts hinstellen. Was willst du denn hinstellen?
Ich habe hier so zwei Sachen. Guck mal. Gib mal her. Oh, jetzt sind sie weg. Ich glaube, die waren nicht vorhanden. Ja, gut möglich. Was waren das für Sachen? Von Scrap Mechanic. Ah, es kann sein, dass vielleicht Ivy das rausgenommen hat. Aus dem Mod-Dingens. Oder du. Oder so. Nee, ich habe eigentlich nur die eine Sache rausgenommen und das war die mit dem Dings. Weil das ist dieses Angel-Irgendwas, diese Angel-Fishing-Irgendwas. Mhm. Und wenn das nämlich weg ist, wenn die Mod dazu nämlich weg ist und dann verschwindet das dann, dann kannst du es nicht mehr setzen. Ah, okay. So, was wollte ich jetzt? Ah ja, Planken. Entschuldigung, für diejenigen, die jetzt bauen gerade, ich muss gerade mal hier das befeuern. So. Motoren stehen. Supi pupi. Sind befeuert und einsatzbereit. Super. Hui. Bau ein bisschen Metallerz hier ab. Toll. So, sind die auch alle in die richtige Richtung? Jopp. 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 Und jopp. So. Drago? Ich glaube, sie ist am Telefonieren. Ach ja, stimmt. Ah ja, natürlich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mir. Ja, dann heißt es warten. Bis es wieder verfügbar ist. Yep. Ich hab Ton. Yay. Gib es deinem Sohn. Was soll denn mein Sohn mit Ton? Keine Ahnung. Spielen? Ja, das Ton, spiel damit. Okay. Geil, Ton. Schmeckt bestimmt gut. Ganz bestimmt. So, was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du noch so geplant hast. Ja, das, was ich geplant habe, habe ich gebaut. Ich bin dann hier mal wieder weg, ne? Ich habe das gemacht, was ich machen wollte. Tschüss. Viel Spaß bye. Noch beim Spielen hier. Ich glaube, sie ist wieder anwesend. Ich höre sie nicht. Ich höre sie bauen und ich sehe sie laufen. Vielleicht baut sie und läuft sie halt, während sie telefoniert. Möglich. Weil ich höre sie nämlich nicht reden. Ich auch nicht. Vielleicht hört sie auch uns auch nicht. Vielleicht redet sie und denkt, sie wäre nicht gemutet. Das kann auch sein. Ich habe keine Ahnung. Du benötigst Rohkost. Ich brauche eine Axt. Dann mach dir eine. Und ich brauche bald wieder einen Haken. Ein Haken? Ja. Weil mein Haken ist bald kaputt. Dann solltest du dir mal einen neuen Haken machen. Ja, so langsam aber sicher auf jeden Fall. Was sagt eine Batterie? Boah.
Einfach mal durch mich durchlaufen. Warum nicht? Du bist nicht mehr anwesend. Ich bin ein Geist. Mhm. Ein Geist, der sich jetzt eine Schere holt. Sagen du nicht ein Geist, der ein Bobbesbeist bist? Nee. Der Bobbes, ein Menschen-Bobbes schmeckt nicht. Ich habe überhaupt kein Bobbes schmeckt, egal ob es Mensch oder nicht Mensch ist. Naja, Schinken ist ein Schweinearsch, wenn du so siehst. Ja. Was heißt hier? Ja, ist halt einfach so. Ja heißt ja. Das ist das sollst ja. Du sollst ja nicht den ja. Anus verknusen. Ja ist ja, das ist das Gegenteil von nein. Ja, du sollst ja nicht das Loch selber verknusen, ja. Sondern das Muskelfleisch, wo du drauf sitzt. Das ist ein Unterschied. Okay, ich habe die nächsten. Nein, nee, ist kein Pack. Moment. Jetzt kann ja, ich. Ja, es ging gerade mal wieder. Nö. Doch, bei ja, mir schon. Doch, okay. Ich konnte nämlich gerade die Kiste nicht aufmachen. Ich auch nicht, deswegen. Oh nein. Oh no. Oh no. Hängt's jetzt bei dir? Nee. Schon. Telefoniert es aber lange. Immer dieses Telefonleutchen hier, ne? Ja, ne? Immer diese Quasselstrippen hier. Fürchterlich. Ja. Haben wir schon Fischeintopf? Musst du mal gucken am Brett vorne. Ja, haben wir. Da sprang sie an mir vorbei. Jupp. Ich springe so herum. Schmeiß das doch ins Wasser. Was? Hab ich doch. Das lag noch bei mir auf dem Floß drauf. Entschuldigung, war pure Absicht. Wie kannst du nur? Ja, ich bin ein böser Mensch, der geht das schon. Ich merke schon. Weißt du, ich bin von Natur aus ein sehr böser Mensch. Ja, total. Abgrundtief böse. Klar. Wusstest du das nicht? Jetzt weiß ich's. Ja. Ich bin das Böse in Person. Ja, ich weiß. Ein Aluminiumbogen und Titanpfeile. Oh, okay, das ist ein Riesenvieh. Was ist ein Riesenviech? Was ich gerade auf dem Grill gefeuert habe. Ach so. Gegrillt das Fleisch. Gegrillt. Ja, Bear Grill, weißt du? Ein roher Hering, ja. Ich habe was gebaut. Was denn? Fischherrnetze. Es hängt wieder. Ja, ich kann den Fischstich nehmen. Oh. Diesmal hing das sogar relativ lange. Es hängt bei mir immer noch. Jetzt geht's erst. Da scheint der Server so seine Problemchen zu haben heute. Vielleicht liegt es auch an den Mods mittlerweile. Das kann auch sein. Aber letztes Mal hatten wir das nicht. Ja, vielleicht war alles zu nie. Vielleicht, weil sie da noch aktuell waren und mittlerweile sind sie nicht mehr aktuell oder so, keine Ahnung. Naja, aktuell sind sie eigentlich meist so lange, bis der Draft selber mal irgendwie geupdatet wird. Hm.
Es lädt sich ja jetzt auch nicht automatisch alles runter. Das muss man ja manuell, glaube ich, noch updaten. Ich habe keine Ahnung. Kannst du mal... Achso, das bist ja gar nicht du. Ich kann den Fischhäten nicht aufnehmen. Der ist auch immer noch roh. Sieht so aus. Was? Vom Grill, oder was? Ja. Hier ist bei mir ist er gebraten. Dankeschön. Ah, nee, ich platziere gerade Planken. Ja, tatsächlich. Ich kann den auch nicht... Ja, der ist noch roh. Natürlich ist er roh. Es waren keine Planken drin. Ah, okay. Planken! Da hatte ich keine Planken mehr gehabt. Huch! Oh, ja, jetzt habe ich ihn in der Hand übrigens. Du hast ihn gerade auf der Hand gehabt, als wäre es eine Hand. Ja. Gut. Meereskram gekocht, gegrillt. Gekocht. Frage und gegrillt. Mir. Und danach wird schön gechillt. Was für ein Klotz hier in der Mitte. Es tut mir schrecklich leid, hallo. Hi. Du bist auch endlich mal wieder da, ja? Ja. Du Quasselstrippe. Ach, meine Schwester hat sich das gleiche Zeugs für die Nägel gekauft, was ich halt auch habe. Und die ist so begeistert davon. Ja, ich habe das auch gemacht. Ich habe mir zwar die Nagelhaut mit festgeklebt, aber ich bin schon fleißig am Poolen. Und so, ja, das solltest du vielleicht nicht machen, wenn du willst, dass deine Nägel noch wachsen. Aber naja, gut. Ach, eine Idee. Ja. Ach, Mann. Oh, wir sind auch bei 32 Minuten. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ciao. Tschüss.